Einkreiser, Zweikreiser, Dualboiler. Mhm. Und in meinen Augen sind all diese Sachen, zumindest in den Konzepten, wie sie damals in Produkten etabliert waren, irgendwie immer so eine Art Kompromiss gewesen. Aber die allerersten Holzteile habe ich eigentlich für meine Eltern gemacht. Das war einfach nur so ein Bezugshebeknauf, der direkt nach dem ersten Mal benutzen kaputt war. Also im 10. Stock in meiner 15 Quadratmeter Bude halt irgendwie so eine Dallacorte repariert hat. Also ich bin auch der Überzeugung, dass ich ohne meine Professorin, die ich am Gymnasium hatte dann, wäre ich ein anderer Mensch geworden. Ja, hallo und herzlich willkommen. Euer Lukas hier vom Team Bruce Bayer. Heute am Tag nach dem Interview mit Max von Maro. Und zwar, ihr könnt ja auch den Titel entnehmen, es geht um das Interview mit Max. Wir haben das Ganze einfach mal als neues Format wahrgenommen. Irgendwie auch mal tiefere Einblicke hinter die Persönlichkeiten in der Kaffeebranche oder Maschinenbranche im Speziellen zu nehmen. Und dementsprechend ist ja auch ein, wie ich finde, stellenweise sehr privates und auch sehr ehrliches Interview zustande gekommen, was wir aufgrund der gesamten Länge auch in zwei Teile aufgeteilt haben. Insofern ist es ein bisschen experimentell. Ich hoffe, euch gefällt das Setting in erster Linie, aber auch natürlich dann der Inhalt von unserem kleinen Interview. Wenn ihr euch vorstellen könntet, dass es davon noch mehr geben sollte oder was vielleicht euch auch währenddessen auffällt, sagt es auch gerne danach nach dem Video. In diesem Sinne will ich gar nicht zu viele Worte verlieren. Schaut es euch an, wir sehen uns aber gleich nochmal im Outro. Bis gleich. Ciao. Ich glaube, so diese Persönlichkeitstraits spielen eine große Rolle. Mhm. Aber das ist ja eigentlich genau der Punkt, den ich auch heute so ein bisschen ansprechen will, ist so einfach mal zu gucken, wie ist man so dahinter als Mensch. Ja, ja. Häufig habe ich halt einfach mitbekommen, gerade auch so im Austausch mit Kunden oder ich sag mal einfach weiteres Umfeld, ja. Da ist gar nicht so bekannt, was man eigentlich so den ganzen Tag macht. Ja, voll, voll. Schließlich ist man ja so ein bisschen der Initiator von der Idee und man kümmert sich wirklich darum, dass dieses Baby halt auch irgendwo auf die Straße kommt. Mhm. Aber diese was das ganzen, konkret heißt. Ne? Genau, die Facetten, die dahinter stecken, sind einfach nicht so klar. Ja. Also bei mir, in meiner Geschichte war es ja so, dass aus dem Studium heraus wir halt eben Bruce Bayer gegründet haben. Das war primär aber eigentlich eine private, war das auch während du studiert Hobby. Hast? Ja, das war tatsächlich während meinem Studium. Ja. Und zwar habe ich im Bachelor Maschinenbau studiert und hatte da einfach schon so ein bisschen das Gefühl, okay, das Thema Kaffee macht mich an. Ich habe auch immer gerne guten Kaffee durch meine Eltern getrunken, die auch eine Siebträgermaschine ja daheim hatten. Ah ja? Genau. Was für eine? Eine Mechanica von ECM, Mechanica 4. Cool. Haben sie auch heute noch, also die hält durch. Aber jetzt mit Holzapplikation. Mit Holzapplikation, auch schon in der zweiten Fassung, weil die ersten Holzapplikationen, ich meine, du hast ja am Eingang vorne die La Pavoni gesehen. Ja. Aber die allerersten Holzteile habe ich eigentlich für meine Eltern gemacht. Das war einfach nur so ein Bezugshebeknauf, der direkt nach dem ersten Mal benutzen kaputt war. Also waren sie der Auslöser? Quasi? Ja, die waren wirklich der Auslöser. Denn ich meine, sonst kommst du in Kontakt mit einer Siebträgermaschine eigentlich. So, ich meine, vor über 11 Jahren war es ja eigentlich noch überhaupt kein Thema. Schon gar nicht in den Heimen, im Heimbereich eigentlich, muss man ehrlicherweise sagen. Genau, und so ging es dann irgendwo dahin. Und eigentlich wollte ich, weil ich relativ früh von daheim ausgezogen bin wegen Studium, bin ich nach München gezogen, da wollte ich guten Kaffee trinken. Und nach anderthalb Jahren Filterkaffee versuchen, hat das einfach nicht funktioniert. Und da habe ich mir dann diese La Pavoni angeschafft. Und dein Maßstab guter Kaffee kommt von der Siebträgermaschine deiner Eltern? Genau. Und wie kamen die zu der Siebträgermaschine? Wenn du sagst, das war damals eigentlich noch nicht so ein Thema? Über einen lokalen Fachhändler. Ehrlicherweise. Okay. Ja. Und das war damals auch noch ein bisschen mehr ein größeres Küchensortiment, was sie auch hatten. Insofern waren Siebträgermaschinen Teil davon. Ja. Also es war Rommel-Kaffeesysteme hier bei uns um die Ecke, mit denen wir auch zusammenarbeiten. Am Ende des Tages ist es aber auch der erste Touchpoint gewesen, wo meine Mom gesagt hat, Mensch, das ist ja echt ein hygienisches Produkt. Wir haben nicht mehr so ein bisschen das Problem mit dem Saubermachen und so. Aber ja, long story short, ich wollte dann halt in meiner Studentenbude guten Kaffee haben und dann habe ich mir die La Pavoni gekauft, da Zugang zu dem Gebrauchtmarkt von den Maschinen eigentlich bekommen, über eBay Kleinanzeigen und da eigentlich auch schon angefangen, so die ersten Geräte mal zu reparieren und so. Und dann, und wiederverkaufen? Die eine oder andere habe ich dann auch verkauft, aber war witzig, weil ich da so im 10. Stock in meiner 15 Quadratmeter Bude halt irgendwie so eine Dallacorte repariert habe. Es kommt mir alles schwer bekannt vor. Ja, okay. Es kommt mir wirklich alles schwer bekannt vor. Küchenboden und so war bei euch irgendwie ein Thema, gell? Ja, also. Küchenboden, Garten und als mein Vater mal 2 Wochen im Urlaub war, auch seine Küche. Und dann kam er früher zurück als angekündigt. Oh, okay. Das ist immer noch eine Story, die man mal hochkommt. Aber mittlerweile als lustige Story. Ah, ich wollte gerade sagen, weil es ist ja besser als irgendeine Hausparty, oder? Ja, aber die Küche sah schon echt scheiße aus. aber das war wiederum bei uns der Fall, wenn wir Fotoshootings gemacht haben. In den ersten Anfängen, da mussten wir nämlich bei Marius immer das Wohnzimmer umräumen, dass wir da die Siebträgermaschine hinstellen können zum Bilder machen. Das haben wir typischerweise dann auch, als ich dann meine erste Mietswohnung im Studium hatte, wurde die auch komplett umgekrempelt. Dass wir Sachen hinstellen konnten, das war auch nicht immer.
Man muss flexibel sein, gell? Ja, man muss flexibel sein. Das passiert halt auch nur, wenn es wirklich aus Lust heraus passiert. Ja. Sonst hättest du nichts davon gemacht. Ja, aber das ist irgendwie so. Das, weil, also ich meine auch gerade bei uns, du merkst so, es kam aus einer Passion. Und jetzt offen gestanden, als wir angefangen haben, also ich mit Marius angefangen habe, unmittelbar danach ja auch Fabi dann dazu kam, ja, war halt einfach so ein bisschen dieses, ja komm, lass mal machen im Vordergrund. Ja. Und man hat ja die Idee gehabt, dass es schon gut werden kann. Klar. Aber da war jetzt ja nicht der strukturierte Plan, echt nicht, der da jetzt klar den Weg vorlegt. Ja. Und viele Sachen haben sich halt einfach auf den Weg ergeben. Ich glaube, das ist auch das Einzige, wie es funktioniert. Also ich habe das Gefühl, am Ende des Tages kannst du ja planen, was auch immer du planst. Ja. Die Realität kommt ja trotzdem. Ja. Und entweder du hast halt viel Erfahrung, wie man plant, und du weißt schon sehr viel über das, was du so ungefähr vorhast, dann kannst du halt natürlich viel planen. Aber wenn du aus dem Studium raus eine Idee aus Lust verfolgst, dann wird man sich mit dem viel Lernen einfach auseinandersetzen müssen. Lernen muss man machen. Ja. Aber irgendwie ist es dann auch immer, also für mich war sehr wichtig, so einen Ehrgeiz zu haben. Immer irgendwie auch voranzukommen. Ja, klar. Und so diese Abbildung dessen, dass man in dem Moment, in dem man jetzt gerade ist, aber auch immer wieder so eine Unruhe hat, die einen nach vorne bringt. Ja, Unruhe ist ein guter... Ja, aber also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber manchmal ist es auch so, das kann auch echt anstrengend sein. Natürlich. Ja, weil, also natürlich auch fürs Umfeld. Auch richtig. Weil es überträgt sich dann natürlich in so einem gewissen Punkt. Ja. Aber manchmal auch so, einfach diese persönliche Zufriedenheit kann sich dann schwer nur einstellen bei mir. Also weiß nicht, ob du das auch kennst. Zu 100%. Ja? Also alles... Maro ist ja jetzt, ist immer schwierig, so den Startpunkt bei Maro so richtig festzulegen. Ja. Das kennst du ja auch. Ja, ist es jetzt die erste Pavoni oder ist es jetzt ein Gründungsdatum? Aber so roundabout 2020, Ende 2019 vielleicht, ging es ja bei mir so langsam in Richtung Kaffee. Mhm. Einfach nur dadurch, das habe ich auch schon oft erzählt, ich habe auch irgendwie letztens mal wieder mit dem telefoniert. Ich bin damals im Internat gewesen und mein Zimmernachbar hat halt Unmengen Filterkaffee getrunken. Er war Schlagwerker. Ein sehr, sehr cooler Mensch. Ich muss dazu sagen, du bist mit musikalischem Hintergrund auf dem Internat. Ah ja, genau. Genau. Ja, also habe ich vorhin auch übrigens zum ersten Mal erfahren. Wirklich? Ja, ja, ich wusste, du warst auf dem Internat, aber dass du Akkordeon sehr professionell und leidenschaftlich gespielt hast, das war mir verschwiegen. Ja, nee, das war sich irgendwie, die Story ist auch, also ist in der ersten Klasse irgendwie entstanden. Ich habe keine Musiker in der Familie, wollte aber auch, glaube ich, immer schon möglichst anders sein, so ein bisschen, und habe dann auch so ein Angebot bekommen von der Musikschule Fröhlich, war das damals, die ist auch deutschlandweit irgendwie an vielen Schulen unterwegs, haben wir Melodica gelernt, die wollten. Eine Melodica ist so ein kleines Tasteninstrument, wo man reinpustet. Ah. Kennst du vielleicht? Ja, das ist aber genau, ist nicht so groß. Ein Ding, ne? Ja, und es war aber darauf ausgerichtet, Akkordeon zu lernen dann später. Halt voll Volksmusik, trara so. Das habe ich dann am Ende nicht gemacht, aber ich habe mich in Musik verliebt und bin da irgendwie immer am Ball geblieben. Es hat mir gute Gefühle gegeben, wenn ich das gemacht habe. Es ist aber auch genau, also rückblickend, scheine ich eine Affinität für solche Prozesse zu haben, weil mit Musik ist es ähnlich wie mit einer Firma. Du bist in einer ständigen, es geht nur um dich und dein eigenes Vorhaben mit einem Instrument. Du bist als Künstler oder als Musiker auch in so einer ständigen Selbstoptimierung, Schrägstrich Selbstgeißelung unterwegs. Du versuchst, was Größeres zu schaffen, was nicht fassbar ist und so weiter. Es gibt super viele Parallelen zwischen Musik, Üben. Verstehe. Also ich bin auch der Überzeugung, dass ich ohne meine Professorin, die ich am Gymnasium hatte dann, also in Weimar, in meinem Internat, in dem ich war, ohne die Professorin, die ich fürs Hauptfach Akkordeon hatte, wäre ich ein anderer Mensch geworden, weil die mir wirklich die Welt beigebracht hat. Okay. Und Konsistenz und das Üben. Ja. Und was man nicht alles üben kann, dass du nicht dein Instrument übst, sondern dich selbst, deinen Körper, deine Existenz irgendwie zu kontrollieren und deine eigenen Ziele zu erreichen. Das habe ich da gelernt mit der Musik und mit meiner Professorin. Da bin ich grandios dankbar für, dass sie mir das alles über Jahre beigebracht hat. Ja. Und da erkenne ich mittlerweile auch eine Parallele. Das war mir früher nicht bewusst, aber das ist tatsächlich eine ziemlich ähnliche Sache gewesen mit der Musik. Es ist ja mega verrückt, weil eigentlich kommt man ja aus einer ganz anderen Richtung. Also ich meine, ich würde sagen, nichts war eigentlich ferner als eine Firma zu gründen, wenn man Akkordeon lernt, oder? Richtig, ja? Richtig. Aber es sind eigentlich so, im Grundsatz glaube ich, sind so ein paar so fast Sachen aus einem Werkzeugkasten, die man mit auf den Weg bekommt. Ja. Also ich habe beispielsweise in der Uni gelernt, mich unfassbar zu knechten, ehrlicherweise. Ja, also klar, der technische Hintergrund war gut. Ja. Also als Maschinenbauingenieur hast du natürlich Ahnung von Technik. Ja. Aber primär hat sich das auf Getriebe bezogen und Kugellager und so ein Kram. Ja. Aber was natürlich komplett gefehlt hat, war irgendwo eine betriebswirtschaftliche Komponente. Echt komplett? Was heißt komplett? Ich habe dann ja den Master Maschinenbaumanagement angefangen. Ach, den hast du sogar noch angefangen. Den habe ich sogar noch angefangen, wir hatten ja vorhin kurz davon gesprochen, also den habe ich angefangen, eigentlich auch relativ weit gemacht.
Aber ultimativ hat dann einfach irgendwann die Motivation gefehlt, muss ich sagen. Ja. Weil es diese Glimpse gab von Bruce Beyer? Ne, dann war das schon, sag ich mal, also im Saft gestanden. Ja. Ja, da sind wir schon im Saft gestanden. Das ging ja bei uns dann los im Mai 2020, wo wir die GmbH gegründet haben. Mhm. Und das war ja der erste Lockdown eigentlich, roundabout davor. Insofern war da ein harter Cut im Studium. Es war erstmal unklar, wie geht's weiter. Und das war wirklich so ein Moment, ich habe das Skript zugeklappt, habe Marius angerufen. Und dann war klar, gut, ja, dann konzentrieren wir uns halt erstmal irgendwie darauf, weil in der Uni passiert erstmal gar nichts. Ja. Und von da an, ja, wie du schon sagst, so, da hat man sich sehr auf eine Sache konzentriert. Ja. Hatte schon so Vibes, ich weiß jetzt nicht, also du hast ja dankenswerterweise vorhin erwähnt, dass du so ein bisschen ADHS-technisch betroffen bist. Ja. Aber das war so ein krasser Inkubator, in dem wir uns dann befanden. Ja. Wir haben da wirklich, jeden Tag stundenlang dran gearbeitet. Ist geil, ne? An sich schon. Also natürlich so, also wenn du dir mal überlegst, wie wenig du da eigentlich so sonst in deinem Leben hattest. Ich weiß. Krass. Ja, wir hatten mal auch Corona dankenswerterweise stark bunt gemacht. Ja? Ah, okay. Ja, also das war für uns ein wichtiger Startschuss. Würdest du rückblickend irgendwas anders machen aus dieser Zeit? In der Zeit? Ja. Never. Es war eine gute Zeit. Ehrlich? Ja, es war eine grandiose Zeit. Also ich meine, erstens, ich musste mal für 6 Wochen ab März oder so nicht in die Schule. Und Schule war wirklich nicht so mein Thema. Also ich einfach nicht gerne, sagen wir mal so. Ah, okay. Hatte selten Probleme, außer ein, zwei zwischenmenschliche vielleicht mit Lehrern, aber das ist ein anderes Thema. Die Punkte gibt's. Genau. Und ich habe dann 6 Wochen zu Hause gehabt. Und ich konnte mich halt den ganzen Tag in die Terrasse setzen bei meinen Eltern irgendwo, also bei meiner Mutter da in Nordthüringen. Mhm. Nichts war los. Mhm. Ich konnte meinen Tag damit verbringen, wandern zu gehen, wenn ich Bock hatte. Mhm. Und den restlichen Tag habe ich eigentlich mit Robin telefoniert und versucht, mir zu erklären. Ja, mit die Telefonate, ja, ja. Ja, ist genial, oder? Ja, ja, also, Telefonate. Wir haben schon mal drüber nachgedacht, ob wir nicht mal irgendeine Werbekampagne mit dem damaligen Telefonanbieter machen sollten. Echt? Weil ich meine, die waren ein maßgeblicher Teil dafür. Verstehe. Ja, dass überhaupt die Connection da war und das so wachsen kann. Es ist wirklich gut gewesen und wir haben halt Stunden telefoniert. Robin hat damals Ingenieurinformatik studiert in Ilmenau. Mhm. Der hat es geschafft. Der hat ein Jahr, also ich habe ein Jahr länger gemacht durch das Internat. Mhm. Das war so G9, also 13 Jahre im Endeffekt bis zum Abitur. Deswegen war Robin schon ein bisschen früher raus. Mhm. Der hat dann schon studiert, während ich dann in der 12. Klasse mein Corona-Abi irgendwie hatte. Mhm. Und das heißt, er hatte so, genau wie du dann in dem Jahr, relativ viel Zeit. Ja. Robin ist eh so ein Typ gewesen, der hat immer dann das ganze Semester in der letzten Woche mehr oder weniger nachgeholt und geile Noten nach Hause gebracht natürlich. Ja. Der Lurch. Talentiert muss man sein irgendwo. Ist so. Das ist, glaube ich, wirklich krass bei ihm. Und ja, wir hatten halt Zeit. Ne? Wir konnten telefonieren, überlegen, Skizzen machen, uns treffen zum Bauen und Basteln. In der Zeit ist unser erster Frankenstein-Prototyp da zusammengeschweißt worden. Aber da ging es ja wahrscheinlich hauptsächlich so um die Sache, so ein Ding mal auf die Beine zu stellen, oder? Ich weiß nicht, hatte null um eine Firma. Ja, ehrlich? Es ging um eine Firma. Ja. Also der Auslöser war ja wirklich Zimmernachbar, viel Kaffee getrunken. Jetzt haben wir diese ganze Musiksache einmal abgedreht. Er hat sehr viel Kaffee getrunken, dann hat er sich eine Handmühle schenken lassen von seinen Eltern. Ich habe es halt nicht verstanden, weil ich war so, Alter, jetzt weckst du mich morgens immer 6 Uhr mit deiner Handmühle, hast selber mehr Arbeit, musstest Geld in die Handmühle investieren. Wo ist der Vorteil? Es war für mich nicht greifbar. Okay. Und ich habe ihn das gefragt und seine Antwort hat Maro ausgelöst. Weil er hat mir gesagt, ich kann jetzt den Mahlgrad einstellen und damit meine Extraktion beeinflussen. Also einen Zusammenhang aufgezeigt eigentlich. Genau. Ne? Okay. Und dann habe ich aber erstmal gelacht, weil ich es ein bisschen witzig fand oder vielleicht auch ein bisschen unnötig, weil ich habe zu der Zeit keinen Kaffee getrunken. Also nur, sag ich mal, in case of emergency. Ich war eher so Kategorie Club Mate. Ah, okay. Es gibt auch andere gute Mate natürlich. Muss man nochmal dazu sagen. Ja, richtig. Nicht, dass wir gleich Quatsch. Aber das ist wirklich interessant, weil ich glaube, es gibt sehr viele Leute, die von außen auf das Thema Kaffee drauf gucken und die Welt, die dahinter liegt, einfach nicht sehen. Ja, klar, ich auch nicht, damals. Fairerweise muss man aber auch dazu sagen, das ist, glaube ich, mit allem so. Mhm. Ich glaube, insofern gibt es einfach für alles irgendwo eine Nische, die sich irgendwo auftut. Natürlich, wenn du jetzt jemanden fragst, der ein 8.000 Euro Fahrrad hat, fragst du vielleicht auch nicht mit viel Verständnis. Gut. Das ist natürlich, ja, absolut. Also da ist dann direkt der nächste Punkt, wo es dann weitergeht. Genau. Aber gleichzeitig muss ich sagen, auch für uns so, du hast halt einen krassen Fokus auf den Bereich und das spielt natürlich dann auch im Privatleben eine große Rolle. Also, weil man ist ja derjenige, der es irgendwo initiiert und dann dreht sich für einen ja auch irgendwo die Welt darum. Ja, ich habe dann eine Sage Barista Express gekauft. Also er hat mich mit diesem Satz sehr, sehr, sehr krass
irgendwie auf so einen Haken gesetzt. Der hat das ein bisschen gebraucht. Ja? Okay. Ja, ich hätte mal wieder irgendwann für eine Prüfung lernen müssen und dann habe ich prokrastiniert, indem ich auf einer Webseite, wo auch Siebträgermaschinen angeboten wurden, einfach mir mal die Modelle angeguckt habe. Okay. Und dann war für mich der nächste Haken da, weil es gab welche für 200 Euro, es gab welche für 12.000 Euro. Also das sind so die Extreme, die Longi bis Slayer, so in einem Shop. Und dann habe ich mir die Beschreibung durchgelesen und zumindest im Beschreibungsstand eigentlich immer das Gleiche, so circa. Ja. Die Zielsetzung, der Druck, den es kann, dass es auch Dampf kann und so weiter und so fort. Prüfgruppe und so. Erstmal nichts Fassbares. Ja. Und klang erstmal gleich. Und dann hat natürlich das nächste Fragezeichen sich groß gemacht. Ja. Da habe ich mir ein paar Videos angeguckt, sehr viele Kaffeemacher-Videos zu der Zeit, den ganzen Tag mir reingezogen, alles, was ich gefunden habe. Ich habe alles aufgesaugt, da kommt wieder dieses ADHS-Thema einfach voll rein, so Scanner-Persönlichkeit. Wenn ich irgendwas finde, was mich erstmal, was mich interessiert, dann grabe ich mich da, ohne dass ich es wirklich kontrollieren kann, sehr tief rein. Muss man ehrlicherweise sagen, also wir haben vorhin auch mal wieder ein bisschen über Extraktion gesprochen. Und bei dir ist es so, wenn man da so einen... Das ist ein bisschen wie wenn du so an so einem Wassertank an der falschen Stelle so ein kleines Loch reinmachst, dann geht's ab. Ja. Dann fängst du an, klopfst den Puck aus, zerbrichst ihn und sagst, guck mal hier, das ist komplett eine Farbe, da ist nichts Helles drin und so. Da denke ich mir, wow, krass, also was da wirklich für ein geballtes Know-how auch drin steckt, das sage ich jetzt einfach, weil es so ist. Ja, ich danke dir. Das ist so. Auch alles halt einfach was, was so aus der Lust heraus entstanden ist. Das hat sich niemand... Also ich habe mich nicht hingesetzt und irgendein Buch auswendig gelernt oder sowas. Ja. Und also ehrlicherweise ist es jetzt eine sehr große Brücke, die ich da spanne und eine krasse Hypothese, die ich vielleicht auch aufstelle. Aber ich glaube, das ist genau der Punkt, der Unternehmen wie Maro und vielleicht auch Unternehmen wie Bruce Bayer von ganz anderen Unternehmen abtrennt. Ich hoffe es. Das muss so sein. Und das sind auch genau die Punkte, die wir einfach auch irgendwo lernen müssen, nach außen zu bringen. Ja, weil größere Unternehmen schaffen das nicht mehr. Also erstmal sind die meiner Meinung nach unpersönlicher in der Kommunikation, was schon mal der erste Punkt ist, weil also ohne Kommunikation kannst du so Sachen ja gar nicht nach außen bringen. Und dann natürlich auch irgendwo alte Strukturen, die vorliegen. Ja? Ja. Das bringt mich auch zu einem sehr interessanten Thema. Ich würde heute auch noch gerne mit dir über Kaffeemaschinenkonzepte im weiteren Sinne sprechen. Aber ja, das schauen wir mal, wo es uns hintreibt. Ja, ja. Aber nichtsdestotrotz so, ich glaube, so ein wichtiger Punkt, den man einfach auch mal so ein bisschen nach außen kommunizieren kann, ist so die Motivation und die Passion von innen heraus, die irgendwie zu einem Produkt geführt hat. Das heißt, das Produkt war eigentlich zuerst da, auch bei euch. Und danach kam erst irgendwann die Firma. Ganz genau. Das war die Grundsatz unserer Journey. War irgendwie so, ich habe mir dann nach vielen Tests, die ich mir angeguckt habe, trotzdem, muss man ja fast sagen, eine Sage Barista Express gekauft. Weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass die schlechte Partikelverteilung der Mühle für mich schmeckbar ist. Oder die Temperaturkonstanz, die halt damals nicht so gut war, für mich irgendeinen Einfluss am Kaffee macht. Ich habe einfach das Handwerk gesehen, das Mahlen, das Tempen, das Beobachten, das Extrahieren, das Messen und den Genuss. Und das hat mich angesprochen in der Kombination. Ich habe nicht dran geglaubt, dass ich ohne irgendeine Spezialausbildung irgendwas schmecken würde im Unterschied. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann habe ich die Sage gehabt, habe sie mir gebraucht auf Kleinanzeigen auch gekauft. Und dann kommen wir zu diesem Umfeldthema, weil ich war im Internat, es gab sehr feste Strukturen und Regeln in diesem Internat, ich hätte mir keine Siebträgermaschine in mein Zimmer stellen können, dürfen, eigentlich. Eigentlich. Aber die Barista, also die Sage ist dann auch nicht dahin gegangen, die ist dann zu meiner Mutter, also da wo ich damals dann noch gewohnt habe. Ja, ja. Ich habe dann jedes Mal, wenn ich da war, also so alle vier Wochen am Wochenende oder so, habe ich ihre Küche umgeräumt und dann habe ich die Sage runtergebracht aus meinem Zimmer in die Küche. Bestimmt 15 Kaffee gemacht am Tag, die ich auch hauptsächlich selber getrunken habe, weil die nicht geschmeckt haben. Ah, okay. Ja. Und ich Latte abschieben wollte. Das kommt aber auch nicht geschmeckt haben ist trotzdem ein wichtiger Punkt. Auch wenn man sieht, dass ein Shot daneben ging, ich sage immer allen, nicht weggießen. Nö, also wenn man sich den Schmerz nicht gibt, wird man nicht besser, oder? So ist es doch. Weil man muss ja eigentlich auch wissen, was führt zu was. Und dazu gehört natürlich auch so ein bisschen in Sachen Apfelbeißen. Ja, und ich finde auch, dass man sich schnell so ein bisschen... zu sehr daran gewöhnt, wenn man mit Kaffee zusammenarbeitet, dass Bohnen immer da sind. Und die Wertschätzung für Bohnen war halt damals noch viel, viel größer, weil ich habe das erste Mal in einer Rösterei in Weimar eine 250 Gramm Packung Kaffee gekauft und war halt arm. Das ist, Also so, ich hab, heute noch schlimmer, Genau. Ja. Ja, aber die Möglichkeiten haben sich von Schüler zu heute auch leicht geändert. Das ist geändert. Natürlich so, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Klopf auf Holz. Und deswegen habe ich die auch immer getrunken. Aber es hat mich so genervt. Ich weiß nicht, ich habe die ein halbes Jahr gehabt, die Sage am Ende. Sicherlich, ich weiß nicht wie viele Kilo, aber einige Kilo Kaffee da durchgejagt. Und es hat halt nicht funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Nicht so wie in den Videos das gezeigt wurde, nicht für die Sage Barista, sondern für andere Maschinen. Aber ich war so, es muss ja trotzdem funktionieren. Es kann ja nicht sein, dass der eine Shot 12 Sekunden läuft und der nächste 17. Und ich habe es nur einmal mit der Sage geschafft, irgendwie über 24 Sekunden drüber zu kommen. Okay.
Hat mich genervt. Du, da ist halt technologisch irgendwo ein Limit dann auch erreicht, ne? Ja, das heißt, eigentlich also, muss man ja sagen, du warst unzufrieden. Das war der ganze Grund. Ich war einfach unzufrieden mit der Sage. Und okay. Mit dem, was, weil, für mich war es trotzdem eine super teure Kaffeemaschine. Ist so. Also ich, 500 Euro in die Hand zu nehmen, was dir die Geräte auch neu kosten. Ja. Und zu sagen, ja gut, ich committe mich jetzt irgendwo auch drauf, das zu machen und investiere auch meine Arbeitszeit, weil ich will es ja auch dabei lernen, dann ist es frustrierend. Ja. Ja. Und das war bei mir der Punkt. Und dann war ich im Endeffekt frustriert nach einer Anschaffung. Mhm. Was ja einfach eine scheiß Kombi ist, wenn es eigentlich ein Gerät ist, was 2020 verkauft wurde. Das stimmt. Und das habe ich damals schon so ein bisschen schwierig empfunden. Ja, weil ich glaube, also gleichzeitig 2020 war ein sehr wichtiges Jahr. Ja. Eben weil ab da ging es in dieser Branche echt drunter und drüber. Also viele der Leute, die wahrscheinlich auch bei dem Video hier zugucken, hatten vorher keine Siebträgermaschine und kamen auch erst dann dazu. Ja. Und das ist ja natürlich auch was, was man mitbekommt. Ich meine, zu der Zeit sind wir haben mit unserer GmbH durchgestartet, haben Händlervertrieb gemacht mit unseren Holzteilen. Mhm. Und da war einfach immer auch das Feedback, dass der Ansturm extrem groß ist. Ja. Das war auch so ein bisschen ein Online-Shift, muss man ehrlicherweise sagen, weil offline Corona ging halt nicht mehr. Ja. Insofern ging da auch ein großer Ruck durch die Branche. Aber die Aufmerksamkeit von den Endkunden für eine Siebträgermaschine wurde auch immer größer. Ja, voll. Und das bringt mich eigentlich zu einem sehr wichtigen Punkt jetzt. Ich habe es vorhin schon angesprochen mit diesen neuen Konzepten. Wir haben ja schon ein paar Sachen hier bei uns gezeigt auf dem Kanal. Ja. Unter anderem natürlich auch das Model One. Aber man muss natürlich immer wieder feststellen, das ist eine neue Klasse an Geräten. Ja. Ja, wir haben es ja hier drüben auch stehen, die Stone. Das war ja auch damals schon so ein bisschen ein Versuch, was zu machen, was ja noch mehr konsumerorientiert eigentlich schon fast ist. Ja. Aber primär geht es ja eigentlich darum, noch mehr Funktionen in einem Gerät zu integrieren, die auf der einen Seite die Handhabung ja auch leichter machen sollen. Zum Teil, ja. Oder also aber... Ja, die Handhabung leichter machen und mehr Funktionen integrieren sind aber zwei komplett unterschiedliche Sachen. Stimmt, ja. Ja. Nur ist natürlich der Punkt hier, glaube ich, und da würde ich gerne mal deine Einschätzung hören, ich glaube, die Zielgruppe ist deutlich größer geworden von den Kunden, oder? Also Leute, die Siebträgermaschinen haben wollen, der Markt ist einfach gewachsen. Ich glaube, es gibt aber auch eine Wechselwirkung. Okay. Und zwar, wir gucken uns jetzt mal an, was es so an Siebträgermaschinenkonzepten gab, als ich 2020 Model One angefangen habe zu denken. Da hieß es noch nicht Model One und wir hatten keine Ahnung, wie es am Ende aussehen wird und so, aber es gibt an 1000 Stellen im Internet jeden Tag die gleiche Diskussion. Jemand kommt auf die Siebträgermaschine, aus welchem Grund auch immer, da gibt es ganz verschiedene Angriffspunkte, warum Menschen darauf kommen. Du hast die Hygienitz genannt, was lustigerweise häufiger einer ist, als ich das mir so vorgestellt hätte. Ah, okay. Aber das passiert schon immer mal, dass die Leute wegen der Hygiene kommen. Natürlich Kaffeequalität, Reisen oder auch so ein bisschen diese Hobbification des Ganzen, dass man sagt, okay, ich habe halt eine neue Leidenschaft, in die ich mich gerne reingegeben würde, möchte, weil mir vielleicht eine fehlt oder weil man vielleicht auch in einer Gesellschaft lebt, in der es uns so gut geht, dass jedes kleine Ding zu einer Leidenschaft werden kann, damit man sich persönlich irgendwie weiterentwickelt oder identifizieren kann. Man muss ja sagen, eine rationale Anschaffung ist es jetzt eigentlich nur im Hygieneaspekt und der Rest ist jetzt nicht wirklich rational. Aber es Also bis zu dem Punkt, wo man sagt, okay, ich kaufe jetzt vielleicht ein Gerät, was langlebig ist und gut, man halt auch servicieren kann. Voll. Das ist natürlich auch ein Punkt, den das ich da immer noch hervorhebe. Ja. Aber natürlich, klar, also per se muss man erstmal so gut situiert sein und sagen, alles klar, ich investiere jetzt mal ein paar tausend Euro, Kaffee zu machen. Genau. Ja, worauf ich hinaus wollte, ist, es gab diese Diskussion in Foren, in Facebook-Gruppen. Ja. Ich war da überall irgendwie so ein bisschen, zumindest zum Lesen dabei, weil es mich auch stark interessiert hat, was denn so die Fragen sind, die da meistens stehen. Und es war halt aber jeden Tag die gleiche. So. Im Endeffekt war es, hallo, ich habe mich jetzt irgendwie mit dem Thema Siebträger auseinandergesetzt. Ja. Jetzt würde ich mir gerne eine kaufen. Maximal noch das Budget und dann halt die typischen Fragen. So, was soll ich mir kaufen? Und dann ging die Diskussion in den Kommentaren immer den gleichen Kreis, weil du hast halt die vier Grundkonzepte Thermoblock gehabt. Einkreiser, Zweikreiser, Dualboiler. Und in meinen Augen sind all diese Sachen, zumindest in den Konzepten, wie sie damals in Produkten etabliert waren, irgendwie immer so eine Art Kompromiss gewesen. Weil ab dem Zweikreiser war es energetisch fragwürdig, sage ich mal. Der Einkreiser hatte dieses Schäum-Bezugswechselproblem. Ja, immer so ein komfortabel bisschen, eigentlich. Genau, ne? Und man muss eigentlich vorher, bevor man sich etwas anschafft, was man dann für eigentlich 10, 15 Jahre vielleicht haben will, muss man sich überlegen, wie will ich denn die nächsten 10 und 15 Jahre Kaffee machen. Genau. Und das ist für mich der Aufhänger, der Hauptaufhänger dafür, dass es halt einen Innovationsbedarf gab. Nicht, weil die Maschinen haben ja guten Kaffee gemacht. Das ist so. Also, aber auch erst, wenn du wusstest, wie es funktioniert. Das ist der zweite Punkt. Und auch heute wieder eine witzige Situation. Auf Kaffeemühlen, die sind ja häufig immer noch zeitgesteuert. Ja. Steht auf dem Display einfach eine Zahl, irgendwie 13,8. Mhm. Es wäre ja naheliegend zu glauben, dass es sich hierbei um Gewicht handelt. Aber du findest ja keine Einheit darauf oder sonstiges. Das heißt,
Aktuell ist es sogar auch immer noch so, dass du sehr viel Grundvoraussetzungen irgendwie an den User hast, überhaupt so eine Maschine zu bedienen. Genau, und das macht den User im Einzelfall nicht unbedingt glücklich. So, nee. Also das heißt, er muss sich für ein Konzept vorentscheiden, was ja in den nächsten Jahren mittragen wird, was nicht passiert, weil die Leute sich immer 2 oder 3 Siebträgermaschinen kaufen, was auch vielleicht nicht ganz der beste Weg ist, um sowas zu machen. Aber das muss ja jeder für sich selbst wissen. Und dann hast du eine Entscheidung getroffen und kriegst die Maschine nach Hause. Mhm. Und dann macht sie keinen geilen Kaffee von Anfang an. Mhm. Das war. Und so ein bisschen bist du auch, man ist ja kalt, so. Also man wird ja kalt gelassen, ja, weil keiner steht ja da und sagt, okay, es läuft jetzt echt ein bisschen zu schnell. Genau. Und das weißt du in der Regel ja auch nicht, wenn du nicht eh schon ein Jahr lang Kaffee machst. Wir haben ja Glück mittlerweile, ja, weil es so viele gute Content Creator gibt, die dann doch mal das was stimmt dazu machen. Das auch das kam in den letzten Jahren genau immer mehr. Ja, ja. Aber das ist nur ein Teil der Lösung. Es darf in meinen Augen nur ein Teil der Lösung sein, weil ich verkaufe ja, also jetzt nicht, also ich jetzt mittlerweile auch, aber ja, auch damals, die Firmen verkaufen Maschinenkunden, die tief in ihre Tasche greifen teilweise, ja, und sich glücklich machen wollen. Das ist der einzige, ja, Grund, warum Leute das kaufen. Und dann, ja, haben sie was zu Hause und sie müssen durch die Frustkurve durch, um in die Lernkurve reinzukommen. Das ist ein sehr schönes Bild. Und ja, ich hatte keinen Bock mehr auf die Frustkurve. Okay. Und dann haben wir halt angefangen zu überlegen. Beziehungsweise ich habe dann die Sage erstmal verkauft. Fertig mit Frust. So, so vorerst. Ja, ja, so. Ja. Dann habe ich mir irgendwie am 4. Juni 2020 eine Brunetti Aurora Zweikreisermaschine gekauft, von 98 oder sowas. Also ist schon auch ein älteres, ja, Ding, aber sind wir mal ehrlich, die meisten Zweikreiser sehen immer noch genauso innen drin aus. Mhm. Habe ich mir defekt gekauft, sollte gar nicht defekt sein, habe ich ein bisschen günstiger noch bekommen, war ich auch froh, weil ich war ja auch immer noch Schüler irgendwo und habe die nach Hause genommen und dann war sie halt aber defekt. Ich habe mein Lebtag schon irgendwie so an Mopeds und Autos mit meinem Vater, okay, geschraubt und sowas. Mhm. Und wir hatten immer eine große Werkstatt. Das heißt, ich habe mir das jetzt nicht grundsätzlich Sorgen gemacht, aber ich kannte mich so konzeptionell mit den ganzen verschiedenen Arten Siebträgermaschinen aus. Jetzt war es das erste Mal, dass ich einen vor mir offen hatte. Ich weiß noch, ich stand wieder Ochs vom Berg. Ja. Also klar, irgendwie da ist ein Wassertank und hier ist ein Stromkabel, aber wie funktioniert denn der Kram dazu? Genau, und das, war, das war der spannende Moment, weil dann habe ich Robert angerufen, weil wir haben immer zusammen gebastelt. Okay. Mhm. Alles Mögliche. Also wir waren auch mal kurz davor, eine Gräf CM 800 auf Grind by Weight umzubauen. Ehrlich? Ja, aber das haben wir also dann. War das dann davor schon? Ja, ja. Echt? Es war, wie gesagt, das war so eine Findungsphase. Ich hatte das neue Kaffee-Hobby und dann habe ich natürlich überlegt, was für kleine Mini-Projekte aus Spaß man in dem Kaffee-Hobby machen könnte. Okay. Von 3D-Drucksachen über kleine Elektronikprojekte, so haben wir uns unsere Zeit vertrieben. Entweder wir waren irgendwo im Wald rumstratzen und dabei haben wir ehrlich gesagt auch meistens über Technik gequatscht und was man nicht alles machen könnte, wenn man hätte oder wenn man Zeit, also Zeit oder die finanziellen Mittel hätte oder was auch immer. Mhm. Und dann ist Robin hochgecruised gekommen und ich hatte da die Maschine stehen und dann haben wir sie aufgemacht zusammen, sehr viele Bilder gemacht und dann ging für mich das erste Mal spürbar der Maro-Spirit los, der dann auch der Grund war, warum es irgendwie dann immer geklappt hat, weil basically hatten wir beide keine Ahnung und du findest dabei auch nicht viel. Nee. Ja. Nee, also damals gar nicht. Uns die Geschichte einfach selber zu erklären. Wir haben uns, wir haben uns die Komponenten angeguckt, überlegt, was könnte was sein, wie geht dieser Weg, was für Sachen erkennt man und dann haben wir sie einfach auseinandergenommen. Ja. Und dann haben wir sie ganz gemacht, wieder zusammengebaut. Das war der 5. Juni 2020. Mhm. Danach hat sie grundsätzlich Kaffee gemacht, hat mich aber immer noch nicht so richtig happy gemacht, weil ich hatte kein Feedback zum, wann ist sie heiß. Habe ich sehr genervt. Schwerpunkt, Punkt. Genau. Noch heute so. Richtig. Bei vielen Maschinen. Und ich sag mal, da ist ein Druckschalter auf dem Kessel, so ein Thermostat. Ja? Der steuert den Druck in einem Kessel. Dieses Manometer meinst du? Pressostat. Genau, ja, Pressostat, ja, ja, nicht Thermostat, richtig. Pressostat auf dem Kessel, der steuert also den Druck. Dann gibt es so ein paar Tabellen in den Bedienern, also beziehungsweise ist auch physikalische Grundlage. Es sollte rein theoretisch bei dem Druck diese Temperatur im Kessel also sein. Also das ist auch so, aber du willst wahrscheinlich auf die Temperatur in der Brühgruppe dann anspielen. Genau. Was hast du dann in der Extraktion und so? Ja, und dann hast du ja auch noch beim Durchlauferhitzer, also bei diesem Wärmetauscher im Boiler, muss man ja auch sagen, das ist rein physikalisch. Ich kann dir nicht zu 100% sagen, bei welchem Zweikreiser-Konzept der Einfluss wie groß ist. Ja, und welche Temperatur außen ist. Ja, so, aber du hast halt, wenn Druck da ist, einen anderen Wärmeübergangskoeffizienten vom Boiler in den Wärmetauscher rein. Bei einem höheren Durchfluss hast du weniger Zeit, dass die Wärme vom Boiler in den Wärmetauscher rein kann und so weiter und so fort. Und das kein Problem, dafür puffern wir das alles in 5 Kilogramm Messing in der Brühgruppe. Richtig. Ja. Und 10 Tage später stand unsere eigene Elektronik für die Boileransteuerung. Mhm. Also weil das war an dem Tag direkt, haben wir angefangen zu überlegen, wo könnte jetzt wo ein Sensor rein, was würde Sinn machen, wie viele Sensoren wollen wir denn verbauen? Weil das hat man ja auch bei einigen Firmen gesehen, dass dann einfach plötzlich gefühlte 8 Temperatursensoren in der Maschine sind, aber es ist halt immer noch die gleiche Brühgruppe. Mhm. Die limitierte System. Genau. Ja.
Und dann 10 Tage später, lustigerweise, lief der erste eigene Maro-Regler auf dem Boiler von der Maschine und das war so ein bisschen der Kickoff-Punkt. Ab dann ging es los, als das dann funktioniert hat. Und wir Polen offen, ne? Wir konnten halt das Aufheizverhalten optimieren. Also niemand heizt mit einem Regler schneller auf als mit einem Pressostaten, weil der bleibt an, bis er ausgeht so. Aber wir konnten das trotzdem optimieren, dass der besser abgeflacht ist und dann auch wirklich angekommen ist. Ich konnte sehen, wann sind wir da. Ja, und dann hatte ich in der Zwischenzeit in den 10 Tagen auch schon wieder Pressure- und Flow-Profiling-Videos von James Hoffman gesehen und dann war ich natürlich der Meinung, dass das auch in die Maschine rein muss. Aber wir sind hier bei diesem ganzen Ding immer noch ganz weit davon entfernt, dass wir eine Firma machen wollten oder irgendwas in der Richtung. Ja. Wir wollten, beziehungsweise ich wollte einfach eine geile Siebträgermaschine haben mit Robin ein nettes neues Projektchen. Ja, das ist einfach so eine krasse intrinsische Motivation eigentlich. Ganz genau. Ja. Ja, ihr habt es gesehen. Die erste Hälfte ist rum. Viel geredet. Mir persönlich, ja, wie gesagt, hat es mega Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Eins kann ich euch sagen, wir sind noch nicht ganz fertig. Es wird noch einen zweiten Teil zu diesem Interview geben. Und zwar werden wir den dann etwa ein bis zwei Wochen dann auch hochladen. In der Zwischenzeit nutzt auch gerne schon mal die Gelegenheit und gebt einfach Feedback zu diesem Format an sich. Gibt es vielleicht auch Fragen, die ihr jetzt schon vermisst habt oder die ihr vielleicht auch im nächsten Video noch in irgendeiner Form erwarten würdet. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr da auch einen Daumen hoch gebt und vielleicht auch das ein oder andere Abo dann entsprechend da lasst. Wie gesagt, mein Tag geht jetzt erstmal ganz normal weiter, aber wir sehen uns auf jeden Fall noch zum zweiten Teil dieses Interviews. Macht's gut und bis dahin alles Gute. Euer Lukas von Team Bruce Bayer.